Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Summoners War Event. Ja, was gibt es jetzt gerade so für Events? Yippie-yay, wir werden neue Beschwörungen machen, juhu. Morgen werde ich twitchen, aber mal kein Summoners War. Ja, das sind so die Neuigkeiten. Dafür aber natürlich Sonntag wieder, wie immer, wie jeden Sonntag, 18 Uhr werde ich wieder streamen, beziehungsweise vielleicht sogar 16 Uhr. Die direkte Zeit werde ich auf jeden Fall bekannt geben noch, morgen halt oder übermorgen bei YouTube. Als Bild, also das seht ihr dann, guckt dann einfach mal auf die Seite bei mir auf dem Kanal und dann seht ihr an sich, wann ich da irgendwie streame am Sonntag, also Summoners War, oder halt in meiner Facebook-Gruppe poste ich das natürlich auch, wie immer, falls ihr da noch nicht drin seid und vielleicht Bock habt, da irgendwie, ja, Mitglied zu werden. Wir sind jetzt über 400 Mitglieder, dazu auf jeden Fall danke, dass ihr alle irgendwie dabei seid. Hier oben geht's jetzt zu Ifrit und, ja, vielleicht habt ihr da Interesse, irgendwie auch Mitglied zu werden. Ja, da seht ihr halt immer irgendwie neue Videos, die ich hochlade oder ihr gegenseitig helfen oder sowas. Ja, wie findet ihr die Rune oder keine Ahnung, wie findet ihr das Monster oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, wird halt in dieser Gruppe alles, also in dieser Facebook-Gruppe alles so gepostet. Und zudem halt, wann ich streame und wie ich streame und wann es startet halt. Ja. Also entweder 16 Uhr, schätze ich, am Sonntag oder halt 18 Uhr. Je nachdem, denke ich mal, wie Robbe streamen wird, weil gleichzeitig Stream ist irgendwie doof und naja, könnt ihr ja, glaube ich, alle verstehen. So, morgen werden wir ja, wie gesagt, auch streamen, aber kein Summoners War. Aber ich hoffe natürlich, dass da auch ein paar Leute zugucken, wie Caro abloost in einem Spiel, was sie absolut eigentlich gar nicht kann, aber total cool findet, weil ich habe es mal vorhin ein bisschen angespielt, bis ich halt, ja, draußen Rasenmähen, ich war raus, Rasenmähen, ja, draußen, ja, total verballert und es wird total schwül und es ist total warm und es wird bestimmt nachher noch gewittern, egal. Ja, wir werden Overwatch streamen. Yippie, die Zeit. Ich schätze mal, um 15 Uhr werde ich schon starten, also nachmittags halt. Ich denke mal, 15 bis 18 Uhr oder sowas oder bis 17 Uhr werde ich Overwatch streamen. Ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, dabei und guckt mir ein wenig zu. Wow. Ja, dann noch neues Update. Das erzähle ich aber jetzt hier nebenbei, indem ich hier schon mal dieses Event hier öffne. Hallo. Ja, danke. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich probiere gerade im, ja, Twitch-Partner halt zu werden. Dadurch, dass wir eine Summoners War Deutsch-Community auf Twitch halt gründen wollen. Ja, also zum Beispiel Dom Pretty, Sokrat, Gott, wer alles noch? Mir fallen jetzt gerade vor Schreck überhaupt keine Namen ein. Oh, mein Slappy möchte gerne teilnehmen. Ich weiß gar nicht, wer hat sich noch alles gemeldet gehabt. Es haben sich noch einige gemeldet. Blacky, also nicht Blacky, der Blacky, sondern auch irgendwas anderes mit Black. So, ich weiß gar nicht mehr, wer sich alles... Robbe auf jeden Fall wollte da mit dran teilnehmen. Ja, noch einige andere. Und dafür muss halt einer Twitch-Partner werden. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall in 2 Wochen nochmal bewerben. Weil, Twitch auf jeden Fall vor einer Woche geschrieben hat, dass ich mich nochmal bitte in 3 Wochen melden soll, weil man mindestens 3 Mal in der Woche streamen muss und ja, alles so eine Sachen, aber ich glaube, das interessiert euch überhaupt gar nicht, aber egal. Aber auf jeden Fall läuft das, ja, und die Aussicht an sich sieht gut aus von Twitch seiner Seite her. Naja, mal gucken. Ja, was haben wir für Events? Eigentlich ja der Hauptgrund dieses Videos und nicht mein dummes Gequatsche. Ja, wir haben hier ja wieder mal Event. Ja, kommt was, lässt sich immer wieder was einfallen. Feier zum 2. jährigen globalen Service-Event-Notiz. Komm und genieße diverse tolle Events. Nicht verpassen. Ich glaube, am 10. wird das 2. Event bekannt gegeben. Das 1. Event gucken wir uns jetzt gleich an. Was? Am 10.? Ja, am 10. Juni, Veröffentlichungsdatum, Coming Soon, Event 2, jetzt gerade Event 1, Check-in und Rückerstattungsevent, wo ich, ja, hier seht ihr schon, 17 Uhr an sich, also vom 3. bis zum 12. geht das, also ihr habt genug Zeit, euch da einzuchecken. Und 17 Uhr wird das halt jeweils immer am Tag zurückgesetzt, so dass ihr das halt neu, sag ich mal, alles einsammeln könnt, was wir uns natürlich auch gleich angucken. Ich habe bis 17 Uhr nichts eingesammelt gehabt, ich habe es ein bisschen verballert gehabt, wollte das Video an sich ja auch schon eher aufnehmen, nur Rasenmähen kam halt dazwischen. Ja, toll. Und ja, gut, wir gucken uns das auf jeden Fall an, was wir hier alles so schönes ergattern können. Check-in-Event. So, also das Check-in- und Rückerstattungsevent
Ich habe mich hier jetzt gerade schon eingecheckt gehabt, aber halt, ihr seht hier Tag 1. Normalerweise wären wir jetzt wahrscheinlich schon bei Tag 2. Wenn ich mich halt vor 17 Uhr am heutigen Tag auch eingecheckt hätte, habe ich aber nicht gemacht. Und naja, egal. Aber wir können hier noch heutige verbrauchte Energie einsammeln. 30.000 Mana habe ich schon eingesammelt. Wir werden jetzt einsammeln und bekommen 50 Free Energie. Yippie. Dann brauchen wir natürlich hier noch, ja, wenn wir 20 Schriftrollen halt gefunden haben, Unbekannter, das wird ja nicht so schwer sein, bekommen wir ja recht viel, dann kann man 15 Kristalle einsammeln, was auch recht viel ist, wenn ihr euch das mal hochrechnet, ja, bis zum 12. geht das Event. Und dann hier noch halt freie Mana-Steine, was können wir noch bekommen? 100 Kristalle noch extra, dann hier ein 12-Stunden-EP-Booster, ein Regenbogen-Max 3 Sterne, okay, eine mystische und 100.000 Mana-Steine, also recht viel auf jeden Fall, was wir hier bekommen können. Dann auf jeden Fall für mich meiner Meinung nach wirklich auch wichtig und ich finde das so geil immer noch, ja, auch wenn das schon ein paar Monate geht, dass Come to Us das wirklich eingeführt hat. Früher, ja, war das so selten, ja, dieses kostenlose Runenentfernung war damals, wer da vielleicht noch nicht so lange spielt oder so, war halt vor 4, 5 Monaten nicht jeden Monat, nein. Da musstest du Glück haben, denn wenn das Event so alle 3 Monate oder so stattfindet und du mal halt wirklich einen Tag hattest, um deine Runen zu entfernen, kostenlos. Weil immer, sag ich mal, für eine 6-Sterne-Rune 50.000 Mana auszugeben, ist ganz schön krass. Deswegen vergesst es nicht, morgen, also Samstag, free abrunen. Yeah! Okay, Sensenmann. Zum Sensenmann will ich nur kurz was sagen. Es ist ein geheimer Dungeon. Man kann kostenlos auf jeden Fall Food sammeln. Falls ihr Food braucht, könnt ihr hier gerne den Sensenmann sammeln. Ist, sage ich mal, ihr habt immer ein Monster, es ist safe. Ihr kriegt ein bisschen Mana-Stein noch teilweise auch noch dazu, falls ihr nur die Stage 1 macht. Und deswegen ist es an sich nicht schlecht. Für was ist der, sage ich mal, Feuersensenmann noch gut? Für Anfänger auf jeden Fall, macht guten Damage. Würde ich jedem empfehlen, der gerade das Spiel irgendwie angefangen hat, noch nicht so viele Monster hat. Vor allem nicht Monster, die Damage machen und halt den Sensenmann noch nicht bekommen haben. Würde ich ihn auf jeden Fall farmen und auch benutzen. Dann würde ich ihn auf jeden Fall auch noch farmen, wenn ich zum Beispiel einen Sensenmann Dark habe oder einen Sensenmann Licht. Dann auf jeden Fall auch ja, euch welche besorgen, damit ihr einfach die Fertigkeiten aufskillen könnt. Yeah, okay. So, was wollen wir nachmachen? Wir wollen mal hier ganz kurz in unseren coolen Shop gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Hallo? Nein, natürlich nicht. Klar. So, okay. Und wir werden hier beschwören. So, zudem möchte ich hier noch ein oder beziehungsweise 2 Bilder, ja, ein bisschen posten oder beziehungsweise 3 Bilder, ja, die ihr jetzt gerade wahrscheinlich irgendwo seht, ja. Ich hoffe, Caro bekommt es hin, die jetzt natürlich noch einzufügen. Ja, das ist natürlich die Bedingung, aber ich denke mal, ich habe es schon irgendwie geschafft, ja. Ja, wollte ich mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr mir immer irgendwas malt oder schickt oder wie auch immer. Finde ich wirklich, wirklich nett. Auch, dass das so gut mit der Arena klappt. Das heißt, wer das nicht mitbekommen hat, wenn ihr mich mal in der Arena findet und meine Dev angreift, ich hoffe natürlich, ich habe in der Zeit auch die richtige Dev drinne, dass ihr mir immer irgendwelche Videos schickt, ja, wie meine Dev so fungiert oder halt total abkackt, wie auch immer. Und ich euch das natürlich auch wieder zurückschicke, wenn ich euch angreife. Danke auf jeden Fall, dass das so gut funktioniert. Ja. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Gut, also, wir öffnen auf jeden Fall hier 9 Schriftrollen. Oder sammle ich lieber noch 20? Nee, ich überleg's mir. Okay, also während des kleinen Openings. Okay, go. Mal gucken. Ach Gott. Elfenwächter, aber sehr gut. Ich brauche noch einen Elfenwächter, ja, für Adrian. Für den Feuerelfenwächter. Wo ich übrigens sehr zufrieden bin. Sehr zufrieden. Mumie, wieder Fusionsmaterial. Ex-Mann. Yippie-yay. Oh Gott, wir haben einen Blitz. Wahnsinn, Wahnsinn. Skydancer. Okay, gut. Meine Skydancer ist voll, aber für die Miyang auf jeden Fall schön zum Aufskillen. Auch wieder gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Schön, ein Blitz bei 9 Rollen. Cool. Golem. Weiter. Noch eine Mumie, nochmal Fusionsmaterial. Nochmal Golem. Und. Schade, Kriegsmammut und weiter. Ach, schade. Wollen wir die dichten Dunkelheitsrolle öffnen? An sich ist es doch total egal. Sporn ist ja eh überbewertet, oder? Ist Sporn überbewertet? Eigentlich schon, oder?
Go, yeah, und kein Lightning. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht? Ein Kurierhai. Ich hätte gerne mal den Lichtkurierhai, den habe ich nämlich noch gar nicht gehabt, aber okay. Gut, okay. Wir hatten einen Lightning, kann man total zufrieden sein bei neuen Rollen. Wo bist du? Hier, unsere Skytänzerin. Wer die Himmelstänzerin in Feuer nicht kennt, ich habe sie ja schon gebaut. Das war mein erster Sixer, den ich gebaut habe. Ich bin total zufrieden mit ihr. Sie ist zurzeit, sage ich mal, auf ATK, Crit-Schaden, ATK geruhnt. Crit-Rate ist sehr weit, also ja, es ist eigentlich total zu wenig, ja. Aber ich benutze halt immer hier meine Rakshasa als Leader und die Leader-Fertigkeit besagt halt hier 19% Crit-Rate noch extra. Und da ich, sage ich mal, meine Skydancerin nur im Necro benutze, beziehungsweise jetzt gerade gar nicht mehr im Necro, aber vielleicht irgendwann wieder benutzen werde, reicht das also vollkommen zu, die Crit-Rate. Klar, könnte immer noch ein bisschen mehr sein. 100% Crit-Rate sind immer gut. Sag ich jetzt einfach mal, aber naja, egal. Gut, also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen ein bisschen bei Overwatch dabei. Und natürlich am Sonntag, ja, bei eurem Opening. Ob es jetzt ein, zwei Openings werden, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, ich habe da noch nicht so direkt so den Überblick. Ich muss mal gucken, wer nun am Sonntag ein Opening möchte und wer nicht. Falls ihr Bock habt noch, dass ich eure Rollen öffne, beziehungsweise eure Beschwörungssteine oder wie auch immer öffne, hoffe ich, ja, dass ihr natürlich dabei seid oder auch nicht. Oh Gott, Karo, ohne Mist, ich habe zu viel Rasen gemäht, ich habe zu viel, nicht das Gras, ja. Nicht das Gras, ja. Ich habe zu viel Rasengras, ja. Rasengras eingeatmet. Gut, also ich danke euch fürs Zugucken und bis dann und viel Spaß und euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.